So, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute wieder mal eine kleine Wanderung. Mal gucken, wie es so wird, weil aktuell ist einfach das Wetter komplett beschissen. Wir können irgendwie nichts planen. Gestern auch schon Regen, dann wieder nicht und dann doch wieder. Ist aktuell irgendwie furchtbar. Ist halt einfach Herbst. Wir versuchen heute trotzdem das Beste draus zu machen. Ein paar Sequenzen zu filmen, ein bisschen zu fotografieren. Vorher noch was essen und dann geht's ab. Wie gesagt, Tschechien und ja. Genau. Mal gucken, ob wir dann dort irgendwie halbwegs wieder trocken nach Hause kommen. Aber wir werden sehen. Ja. Bis dann. Also, wir sind jetzt da. Auf alle Fälle übelst windig. Weiß gar nicht, ob er mich überhaupt versteht hier. Auf alle Fälle richtig geile Landschaft. Tschechien wieder mal. Kommt auch Haufen Nebel aus dem Wald raus. Richtig gut aus. Und hier gibt es noch ein altes Denkmal. Und da geht's hoch. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gibt irgendwie auch keinen Weg. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, man hört mich, weil der Wind gerade echt richtig krass ist. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Bis später. So, wir sind jetzt beim Aufstieg. Der Wind ist noch relativ gering. Und aber ja, ist gar nicht so hoch. Ist echt nur eine kleine Anhöhe, aber ich denke mal, oben die Aussicht. Ist ganz gut. Jetzt kommt noch die Sonne raus. Drohne habe ich auch mit. Ja, ich denke, das wird ganz gut. So, theoretisch sind wir jetzt schon oben. Ist eigentlich nichts Besonderes. Also schon klar, aber von der Höhe her nicht so hoch wie Haßberg oder Spitzberg oder was gibt es da noch? Ja, ringsum halt die restlichen Berge. Aber ich gucke jetzt mal wegen dem Platz, wo ich die Drohne starten lassen kann. Ich denke, kann man echt coole Aufnahmen hinbekommen. Gerade jetzt im Herbst. Aber mal schauen. Genau. Also ich habe noch keinen richtigen Platz gefunden, wo ich mal die Drohne starten lassen könnte. Also starten ist kein Stress, aber halt einfach das Landen wieder. Hier vielleicht gerade, wo ich jetzt bin. Weil überall Steine rumliegen und es ist mit dem Landen immer ein bisschen schwierig. Naja, jo, ansonsten, hier liegt auch relativ viel Rehkacke rum. Also wahrscheinlich auch ein beliebter Platz für die Rehe zum Fressen und wo die einfach ihre Ruhe haben. Weiter unten noch im, ja, im Dorf, kann man sagen, oder an der Straße direkt, war auch gerade eine Riesenherde mit ich glaube Highlander heißen die, diese Kühe mit diesem langen Fell. Die wurden gerade von dem einen Feld zum anderen Feld getrieben. Das sah auch richtig krass aus. Vielleicht mache ich da noch mal ein paar Aufnahmen unten, damit ich es hinbekomme. Aber ja, erstmal jetzt einen Platz suchen, wo ich die Drohne starten lassen kann, weil das will ich auf alle Fälle heute machen. Das war auf meiner Liste für heute. Und ja, ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie hin. Ja, ja, bis gleich. Punkt kann man aussetzen. Ja. So, Ausflug ist hiermit beendet. Wir wollten nochmal zum Aussichtspunkt, aber du hast einfach hier halt nur Dickicht und das ist einfach an die auch ja, blöd. Mitten durchlaufen. Ja. Wir machen jetzt zum Auto zurück und dann nochmal, wenn das zeitlich passt, zum Keilberg. Noch ein bisschen blöd gucken und dann geht's nach Hause. Heute ist Feiertag, 3. Oktober. Ja, das heißt, morgen geht's auch dann wieder arbeiten und dann mal gucken, wie es in den nächsten Wochen aussieht mit dem Wetter. Ja, auf alle Fälle.
Ja, ist in Planung, wieder einen Kalender zu machen. Für nächstes Jahr, logischerweise. Im Hochformat wieder diverse Bilder. Auch mal ein paar von Füchsen oder also Tiere allgemein. Ja, bin ich noch am Herbstbilder sammeln. Weil ich einfach, und die kenne ich mal ab, habe ich festgestellt, vom Winter habe ich noch massenhaft. Herbstleider kaum noch. Aber ja, ich denke mal, in den nächsten Wochen habe ich noch genug Zeit, das zu machen. Und dann gibt es wieder Anfang November die Möglichkeit, den Kalender vorzubestellen. Und dann ja, kommen die alle noch rechtzeitig, noch vor dem 24. bei den Kunden an. Und ja, genau. Kurze Werbung. Gut. Dann sehen wir uns unten bei den Kühen nochmal oder halt dann auf dem Keilberg. So, wir haben gerade noch mal ganz spontan hier am Rand, am Straßenrand, ein Lost Place gefunden, ein relativ großes Areal. Nicht eingezäumt, kein nix, kein gar nichts. Da gucken wir jetzt noch mal rein. Ja, krass. Ja, das war jetzt nur ganz kurz und knapp, mal ein Durchlauf. Ist auch irgendwie schwierig. Ich habe jetzt mal keinen Gimbal an der Kamera dran, das irgendwie alles ruhig zu halten und die schön aufzunehmen. Aber ich denke, für so ein bisschen Vlog ist es völlig okay. Also von daher alles gut. Ja, was war das mal früher? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte irgendwie ein Stall, aber für einen Stall ist es einfach zu sehr wohnmäßig. Also gerade die einzelnen Fenster da. Doch eine Kaserne. Ich habe keine Ahnung. Unten sind noch welche Schilder. Könnte unten Schießstand gewesen sein. Unten. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nicht herausfinden, was das war. Auf alle Fälle interessant. Jo. Sehr cool. Oben noch Graffiti dran. Hat schon was. Also optisch. Ja, könnte auch ein Paintball-Areal sein. Ja. Schön, schön, schön. So, wir starten jetzt hier bei dem Parkplatz unterhalb vom Keilberg. Laufen durch den Wald hoch. Wir laufen jetzt noch mal ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten, Viertelstunde oder was. Auf alle Fälle der Keilberg, also der Turm oben schon. Übelst eingenebelt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da oben. Und falls jemand aus dem Erzgebirge das Video guckt und sich den ganzen Müll hier sich wirklich antut, kann man drunter schreiben, warum es hier eine Ampel gibt. Weil ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. Ich denke, ich werde nochmal die Drohne auspacken, weil das lohnt sich gerade aktuell eigentlich übelst, weil hier ist kaum Wind. Ja. Ich hätte mal noch das große Objektiv mitnehmen sollen, weil halt gerade der Keilberg da perfekt dafür gewesen wäre oder das Objektiv perfekt gewesen wäre für das Motiv. Objektiv für das Motiv. ja, genau, aber habe ich halt nicht mit, weil einfach. Ja, das ist alles zu schwer war heute. Naja, wir sehen uns dann. So, wir sind jetzt unterhalb vom Keilberg bei einem kleinen Imbiss angelangt. Der Rest holt gerade Getränke. Richtig, richtig geile Nebelstimmung hier. Mal gucken, ob ich da noch mal ein paar Aufnahmen machen kann mit der Drohne. Aber ja, heute ist eigentlich perfekt das Wetter zum Fotografieren. Also ich mag das, wenn halt einfach aus dem Wald oder aus den Bergen so dieser übelste Nebel aufsteigt. Und ja, einfach was richtig Mystisches. Und ich mache auch ungern, also mir wird ja immer viel nachgesagt, dass ich irgendwie immer dunkle Fotos mache und so. Mit der ganzen Bearbeitung, ja, teilweise schon. Ich mache aber auch mega gerne mal irgendwie so Blumenfelder. Na, mit auch einem Model da. Dieses Jahr habe ich es irgendwie nicht geschafft, aber ich mag auch trotzdem.
sehr helle Farben. Und mache auch ungern Schwarz-Weiß. Also wirklich selten bei Porträts. Finde ich es gerade cool. Und auch eben gerade hier bei solchen Nebelstimmungen kann man auch mit richtigen Schwarz-Weiß-Bildern gute oder Filtern, Presets, gute Ergebnisse erzielen. Und jetzt fängt es gerade an mit Regnen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert, ehe es hier richtig schifft. Aber schön. Ja, ist alles wetterabhängig bei denen hier. Aber schön hier. Ganz alleine, löst zu dritt. Mal noch ein Bierchen trinken. Hoch zum Kellberg, wieder zurück. Und dann ist der Tag auch schon fast wieder gelaufen. Aber es war schön. Hat sich gelohnt. Das ist super. So, da sind wir auf dem Kellberg. Da ist er. Jetzt wieder im Nebel. Dann wieder mal nicht. Hier ist noch ein Bagger. Ja, und hier ist halt einfach halt der Lift. Ne? So, dann drüben nochmal. Diese Hütten kannst du und die auch mieten, haben wir gerade erfahren im Winter. Oder auch so wahrscheinlich, aber im Winter ist es halt einfach besser, weil Skigebiet und so, ne? Ja. Übelst geile Aussicht. Ich ärgere mich echt immer noch, dass ich mein Objektiv vergessen habe oder nicht mitgenommen habe. Das Große, weil diese ganzen Stimmungen mit dem ganzen Nebel einfach halt dann unten in den Dörfern und Städten sind und ich das mit dem normalen Objektiv hier nicht hinbekomme. Aber im nächsten Mal auf alle Fälle. Das lohnt sich schon. Scheiß drauf auf das Gewicht. Ja. Genau, ich denke mal, es gibt jetzt nichts mehr Interessantes, um die zu sehen. Falls doch, schneide ich es noch rein. Ja, dann bis zum nächsten Mal. War auf alle Fälle eine schöne Tour. Die haut es wieder alle hin, alle wieder bei Surfen sind. War auf alle Fälle eine schöne Tour. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wo es dahin geht. Vielleicht auch mal wieder um das im Studio machen. Ich habe noch da ein paar Ideen. Gucken wir mal. Dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.